wieder die Marion von Marions Bastelstübchen. Goldener Herbst heißt im Moment unser Motto und wir waren schon ganz schön fleißig. Wir haben schon diese kleine Box mit Deckel gebastelt. Eine Taschentücherhülle mit praktischem Lift. Und heute habe ich mit euch diese Bag-in-a-Box, diese kleine Geschenktüte vor. All das haben wir gebastelt mit den Sachen aus dem Materialpaket Goldener Herbst, das ich exklusiv für euch aus Ware von Stampin' Up geschnürt habe. Was alles so drin ist, könnt ihr euch im Vorstellungsvideo anschauen. Ich blende das gerade oben ein und bestellen könnt ihr das genauso wie alle Waren von Stampin' Up bei mir per E-Mail an marion.ziske@web.de. Meine kleine Geschenktüte ist aus Designerpapier. Hier habe ich das Designerpapier Goldener Herbst. Ihr habt ja 6 Streifen in eurem Paket. Das heißt, ihr habt insgesamt 12 Motive. Und dieses Designerpapier, das hat ja den besonderen Effekt, dass es mit diesem Metallicdruck versehen ist. Und heute möchte ich meine Tüte mit diesem Papier gestalten. Ich habe es mir schon mal ein bisschen zurechtgeschnitten. Dieser Streifen hat jetzt die Maße 8 Inch mal 4 Inch, das entspricht 20 mal 10 cm. Und dazu brauche ich jetzt noch einen Boden aus Farbkarton. Und ich habe euch ja die Farbkartons passend in den Farben zum Designerpapier ins Paket gelegt. Und dann nehmen wir heute natürlich als passenden Boden die Minzmakrone. Und auch die habe ich schon zurechtgeschnitten. Das sind jetzt 8 cm mal 7,5 cm und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Mit meiner Papierschneidemaschine und dem praktischen Falzeinsatz werde ich dieses Stückchen Farbkarton jetzt ringsrum bei 1,5 cm falzen und anschließend die Falze nochmal mit meinem Falzbein nachfahren. Jetzt schneide ich mit der Papierschere an allen 4 Ecken jeweils einen Falz bis zur Kreuzung ein. Welchen, das ist völlig egal. Die kleinen Quadrate hier an der Seite sind jetzt eure Klebelaschen. Die bestückt ihr ganz einfach mit dem Klebstoff eurer Wahl. Und dann kleben wir hier so einen Schachtelboden zusammen. Und der muss jetzt auch gar nicht schön sein, da kann ruhig was überstehen, denn dieser Boden, der verschwindet nachher komplett im Innern der Tüte und ihr werdet ihn nicht mehr sehen. Das Designerpapier für die Tüte, das drehe ich jetzt um. Wenn ihr auf eine Musterrichtung achten müsst, dann legt es richtig vor euch und dreht es dann einfach einmal auf den Bauch. Jetzt nehmen wir doppelseitiges Klebeband und kleben am unteren Ende einmal komplett die lange Seite damit ab. Und dann eine der beiden kurzen Seiten bekommt auch noch Klebstreifen. Und jetzt ziehen wir erstmal den langen ab. Und jetzt setze ich mein Schächtelchen so drauf. Das hat ja eine längere und etwas kürzere Seite. Ich nehme die längere. So Leute, ich musste gerade mal schneiden. Ich habe nämlich am falschen Ende angefangen. Deswegen sieht das bei mir jetzt hier ein bisschen zerrupft aus. Ich habe es gerade nochmal auseinandergewurschtelt. Aber jetzt machen wir es mal richtig. So, ihr zieht also am unteren Ende den langen Streifen ab. Und jetzt fangt ihr an zu kleben an dem Ende, wo kein Klebeband dran ist. Und setzt jetzt auf eine von diesen längeren Seiten das Designerpapier an. Und zwar etwa mittig von dieser langen Seite. So, und jetzt gehen wir einmal mit dem Designerpapier rings um die Schachtel herum.
So, und wenn ihr es richtig gemacht habt, dann solltet ihr jetzt die Kante mit dem Klebestreifen oben haben. Ich hatte es eben unten, deswegen musste ich da leider nochmal eingreifen. So, und jetzt können wir auch hinten diese Naht schließen, indem wir den Streifen abziehen und das Designerpapier übereinander drücken. So, und jetzt habt ihr hier so eine richtig schöne Tütenform. Ihr könnt es auch gerne oben zusammendrücken. Und ich möchte das Ganze mit einer Schleife verschließen, deswegen werde ich hier oben jetzt ein Löchlein hineinstanzen. Ich nehme dazu meine Trio-Stanze, die hat hier so ein Löchlein eingebaut. Und ich stecke meine Tüte komplett mit beiden Seiten quasi hier oben bis zum Anschlag rein und drücke zu und habe dann hier oben dieses ovale Löchlein eingestanzt. Die Tüte möchte ich mit meinem Korbgeflechtband in Minzmakrone zubinden. Dann muss natürlich vorher die Süßigkeit oder das Geschenk hinein. Und jetzt kann ich das Band hier durch das Löchlein fädeln. Und ich binde eine Schleife, das heißt, ich lasse ein bisschen mehr Band. Bevor ich das jetzt zuziehe, lege ich mir hier schon mal die Kordel, also diesen Leinenfaden durch, denn da möchte ich nachher noch eine kleine kupferfarbene Eichel anbinden. So, dann kommt mein Kupfereichelchen dazu. Davon habt ihr 5 Stück im Materialpaket, damit ihr auch jedes von unseren Projekten mit einer Eichel bestücken könnt. So, ich schneide mir mal ein Stückchen von dem Leinenfaden ab und fädel da meine Eichel auf. Und auch hier binde ich wieder ein kleines Schleifchen in den Leinenfaden. Soll noch ein Etikett an mein kleines Tütchen dran. Da habe ich mir zuerst etwas ausgestanzt aus den metallicfarbenen Farbkartons. Und zwar wieder mit den Stickmusterstanzformen, die ja so universell sind. Da habe ich mir jetzt aus dem dunkelsten, aus dem Kupferton, ein Stückchen ausgeschnitten, weil das Kupfer sich auch hier bei mir im Designerpapier wiederholt. Bei meinem Mustertütchen, da habe ich das Gold verwendet, weil hier diese Kürbisse in Gold aufgedruckt sind. Und so seht ihr, könnt ihr mit diesen verschiedenen Auswahlmöglichkeiten in euren Materialpaketen wunderbar spielen. Den Spruch und die Verzierungen, die stempel ich mir mit dem Klarsicht-Stempelset Schöner Herbst. Da haben wir jede Menge Zierrat drin, wie Blättchen und Eicheln, Hintergrundstempel und auch wunderschöne Sprüche. Für diese Tüte möchte ich jetzt wird es bunt verwenden. Und wenn das schon draufsteht, dann muss es natürlich auch bunt werden, ganz klar. Ich habe hier schon ein Stückchen Vanille pur zurechtgeschnitten. Das hat jetzt kein bestimmtes Maß, da könnt ihr einfach ein Reststückchen nehmen. Und hier habe ich meinen Spruchstempel und der soll jetzt bunt werden. Dazu habe ich mir 3 verschiedene Stempelkissen vorbereitet. Ich habe einmal Minzmakrone, dann habe ich Terrakotta. Und ich habe Espresso, also genau die Farben, die auch in der Mischung vom Designerpapier drin sind. Und damit werde ich den Spruch jetzt bunt stempeln. Ich gehe zuerst in das hellste Stempelkissen. Das heißt, in meinem Fall ist das Minzmakrone. Durch den Klarsichtstempel könnt ihr ja wunderbar durchgucken. Jetzt werde ich einfach die Seite, also dieses erste Wort, das jetzt in das Espresso tunken. Und dann werde ich das Bund auf der anderen Seite in mein Stempelkissen Terrakotta tauchen. Und jetzt habe ich 3 verschiedene Farben auf meinem Stempel. Und wenn ich die jetzt abstempel, habe ich den Spruch natürlich in Bund.
relativ einfach. Es gibt ja auch diese Feuchttuch-Technik mit den Tinten, die man dann auf das Tuch träufelt und so weiter. Das ist jetzt mal eine einfache Variante, die sehr schnell geht, ohne Sauerei, ohne bunte Finger. Ihr müsst nur dran denken, erst den hellsten stempeln und dann in die dunklere Farbe gehen. Den Hintergrund möchte ich auch noch ein bisschen bearbeiten. Jetzt habe ich hier ein Stempelkissen in Savanne und aus dem Stempelset habe ich mir hier diesen Blättchenstempel ausgesucht und da werde ich jetzt in der Farbe Savanne noch ein bisschen um meine Schruft herum stempeln und hier noch ein paar Blättchen anfügen, die ich mir hier so seitlich ins Bild ragen. Machen wir denn noch eins. Auch hier gehe ich wieder mit den Ovalen dran. Das ist jetzt das hier. Und das ist dann das passende zu dem, wo wir vorhin den Metallic-Farbkarton ausgeschnitten haben. Also der Farbkarton Metallic ist eine Nummer größer als mein Label wird. Und das werde ich jetzt gleich mal an der Big Shot für euch aufbereiten. Die Labels klebe ich jetzt schon mal übereinander. Da kommt mir aber noch ein Stückchen Band dazwischen. Ich habe hier noch von meinem kupferfarbenen Band übrig und das lege ich jetzt in eine Schlaufe. Dazu nehme ich meine Mini-Klebepunkte und lege das Band in eine Schlaufe. Das ist immer ein tolles Gestaltungselement, so Bandreste und sowas einfach hier zu so einer Schlinge zu legen und das zwischen solche Labels oder Elemente noch mit einzubauen. Und das Hauptlabel, das kommt jetzt mit Dimensionals hier oben drüber. Mit den Dimensionals kann ich das auch noch ein bisschen hier fixieren, indem ich die Enden von der Schlinge auch noch ein bisschen mit dem Dimensional hier anklebe. Ihr habt jetzt hier so ein richtig schön edel wirkendes Element, das ich jetzt mit Eicheln und Blättchen noch ein bisschen aufpeppen möchte. Dazu habe ich hier Farbkartonreste in Minz, Makrone, Terrakotta, Espresso und Savanne vorbereitet. Nehme auch gleich die entsprechenden Farben dazu und werde mir ein paar Blättchen und eine Eichel stempeln. So, gleich werde ich es mit dem Stanzenpaket Herbst ausstanzen. Aber vorher möchte ich euch gerne noch einen Trick zeigen. Ich habe jetzt ganz viele verschiedene Stempelsets benutzt, ganz viele verschiedene Stempelfarben, also immer passend zum Karton, Minz, Makrone, Terrakotta, Espresso und so weiter. Wenn ihr die nicht alle habt oder nicht kaufen möchtet oder was auch immer, nehmt das Versamark Stempelkissen, das ist ja zum Embossen, vielleicht habt ihr das zu Hause, das ist eine ölige Flüssigkeit, mit der könnt ihr einen Stempelabdruck erzeugen, der eine Nuance dunkler ist als der Farbkarton. Ich habe das hier mal für euch ausprobiert, wie es genau funktioniert, zeige ich euch in dem Video zur Schachtel mit Deckel. Ich blende es gerade mal oben ein, da könnt ihr das nochmal anschauen. Ist also eine tolle Variante, um diese Farbabdrücke hinzukriegen, ohne das passende Stempelset zu haben. Materialpaket ohne Stempel und Stanzen bestellt hat, der kann aus dem Designerpapier, wo diese ganzen kleinen Elemente drauf sind, sich natürlich welche mit der Schere ausschneiden. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das Stanzenpaket dabei habt, hier aus dem Designerpapier diese kleinen Geschichten ausstanzen, die Blätter und so weiter. Das passt alles auf eure Stanzen und ihr könnt auch so ein bisschen mit den Gestaltungselementen spielen. Die werde ich jetzt hier auf mein Label aufkleben und zwar mit verschiedenen Klebstoffen, mit
Mehrzweckflüssigkleber oder mit den Dimensionals. Das Label selbst habe ich jetzt auch mit zwei Dimensionals auf meine Tüte aufgeklebt. Und als allerletzten Verziertipp werde ich mir noch zwei Metallknöpfchen hier ausstanzen, prägen und aufkleben. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch auch in einem Video. Ich blende es gerade oben ein. Einfach mal reingucken und nachbasteln. Fertig ist mein kleines Tütchen und gesellt sich hier zu seinem Freund in Terrakotta. Und wie gesagt, ihr habt genug Material im Paket, damit ihr hier sehr schöne Tütchen nachbasteln könnt. Schaut einfach mal auf meinem Blog, da findet ihr immer mehr Informationen dazu. Der Flyer ist auch nochmal eingeblendet im Anschluss an dieses Video. Bestellen könnt ihr an marion.siske@web.de sowohl Materialpakete als auch Ware von Stampin' Up. Nächste Woche geht es dann weiter mit der nächsten pfiffigen Herbstbastelei. Seid wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute, eure Marion.